Dieser Friendly Fire bei denen? Oh, fuck! Da scheint sie mich hier hinter. Wir haben den ersten fertig. Kacke. Es ist immer Hydra, Heil Hydra, ja. Oh, so ein Mist. Es sind immer diese verdammten großen Viecher, die sich dann plötzlich aufheben können. Die sich plötzlich aufheben können und du einfach stirbst. Und das Doofe ist, dass wir jetzt gegen beide nochmal antreten dürfen. Da sind sie! Schott schließen! Das ist unsere Chance. Auf sie! Sie das? Unsere Gefangenen geben richtig Gas. Wir müssen da rein und ihnen helfen. Ah, ich hab kein Schild mehr. Ah, Schild. Komm doch mal bitte wieder. Ah, das ging auch schon mal viel, viel smoother als vorher. Mir fehlen die Phantome, die waren klasse. Definitiv. Also ja. Ja. Diriumstrahl. Wieso kann man eigentlich jeden Sonnenstrahler hier? Titan. Macht der Große da? Da ist eine Tür. Da ist eine Konsole. Wir gucken jetzt hier einmal kurz rum. Ich muss sagen, beim zweiten Anlauf ging das tatsächlich erstaunlich gut. Da ist auch eine Tür, aber da ist nichts Spannendes drin. Hier ist auch nichts drin. Es wäre, glaube ich, echt gemein gewesen, wenn man da reingegangen wäre. Und dann. Hallo? Und erst die Benches einfach. Boah, die Benches, nein. Wir sind hier. Keine Benches. Gehören Sie zur Initiative? Vor allen Dingen. Woher kommen Sie? Handelsschiff aus Kedera. Sind Sie von der Nexus? Ryder. Pathfinder von der Hyperion. Heilige Scheiße. Eine Arche ist gekommen. Geht es Verand gut? Liam, was machen Sie denn hier? Ich wollte nicht, dass Sie wegen dem sterben, was ich Ihnen gesagt habe. Ich hätte es niemals verraten. Spielt aber auch keine Rolle. Kellett hat keine Fragen gestellt. Er hat Sie hier eingesperrt, genau wie uns. Wir sind nur Arbeitskräfte. Das halbe Schiff ist unser Werk. Moment. Kellett hat sie gefangen genommen, um dieses Ding zu reparieren? Er wollte Lösegeld für uns, aber dieses Schiff blutet ihn aus. Es ist ein Wrack. Er musste wieder Raubzüge machen, nur um es am Laufen zu halten. Also hat er uns arbeiten lassen. Er hat ein Bastlerauto gefunden und die Wartung nicht berücksichtigt. Wir wussten nicht, dass diese Piraten die Initiative bereits angegriffen haben. Er ist nicht wählerisch. Jeder unterdrückt ihn. Jeder wird dafür bezahlen.
Das Schiff tauchte auf und wir haben uns ergeben. Schien uns zu dem Zeitpunkt das Klügste zu sein. Wir hatten Hilfe, um bis hierher zu kommen, und wir brauchen weiterhin welche. Können Sie diese Tür öffnen? Ich glaube, Dace hat an diesen Systemen gearbeitet, bevor das alles passiert ist. Moment! Ich habe den Override, aber wir brauchen Energie. Das Problem ist auf der anderen Seite. Haben Sie gehört? Können Sie die Energie auf Ihrer Seite einschalten? Sind dabei. Wir holen Sie raus. Oh, wie haben Sie das alles mitgekriegt? Koriana, können Sie Ihnen einen Weg freimachen? Mit Vergnügen. Okay, das ist die andere Tür. Aber was haben wir dann hier drin? Die Gravitationsschwankungen haben alles durcheinander gebracht. Kenneth wird nicht rechtzeitig liefern können. Es gibt im Cluster noch andere wie ihn. Einer nach dem anderen. Okay. Die eine Truhe, war es wert? Gucken wir mal. Ich bin gerade ein bisschen verblüfft, wie lange diese Mission eigentlich geht. Es gibt ein Problem. Dace sagt, der Override öffnet nur das Schloss. Und das heißt? Bei normaler Gewichtsverteilung öffnet sich dann die Tür. Aber sie steht auf dem Kopf. Sie wird also von der Gravitation festgehalten. Haben Sie gehört, Morgi? Gravitation! Verstanden. Koriana, wir haben die Kurzschlüsse beseitigt. Könnten Sie vielleicht... das Ding drehen? Okay, Pathfinder. Sie haben den Schalter. Energie, Override und festhalten. Wie schön! Ja! Lasst uns das tun! Lasst uns das Schiff wieder drehen! Wir haben den Boden. Ja! Meine Damen und Herren, Ihr Reisefahrzeug wartet an der nächstgelegenen Luftschleuse. Grace führt die Evakuierung durch, aber wir müssen verhindern, dass... Ups, Entschuldigung. ...uns verfolgt. Wo ist er? Maschinensteuerung. Hinter dem Bereich, wo die Gefangenen waren. Okay, die letzten zwei Meter, Entschuldigung. Kenneth ein Ende machen. Nach all dem habe ich nur eins zu sagen. Ich bin stolz auf all unsere Leute, Pathfinder. Gehen wir es an. Liam, ich habe nur eine Sache zu sagen. Du bist ein unfassbar anstrengender Mensch. Dankeschön, Nerdy. Und ich nehme dich definitiv nicht nochmal an mein Team mit. Also John und Retro sind mir da echt die Liebsten, weil sie einfach ruhig und geschmeidig und ganz entspannt sind. Kriege ich eigentlich noch Punkte dafür? Warum scanne ich die ganzen Sonnenstrahler eigentlich dann? Gut, nehmen Sie sie mit. Ich werde sie finden und ihr Zuhause niederbrennen. Ja, das, sie müssen gar nicht... Ich komme jetzt vorbei. Keinen Schlaf mehr gönnen. Worüber beschwert er sich? Wir haben ihn doch wieder richtig hingestellt, oder? Aber Liam, oberkörperfrei. Hallo, Joel war nackt in der Szene komplett. Eingebaute Kühlsysteme? Override. Wow. Ich könnte mich vielleicht doch für diesen Plan erwärmen, Liam. Ich auch. Gib die Koordinaten von EOS ein. Was soll das heißen? Es reagiert nicht. Aber bei Joel war nicht so viel zu sehen, das stimmt. Aber leite das stimmt jetzt die bald. Energie zum Öffnen der Türen vor Ihnen um. Hoffentlich haben Sie keine Zweifel. Wir sind... Nein, haben wir nicht. Wollen wir nicht. Gib es nicht. Ich habe ein großes Schiff und werde trotzdem nicht respektiert. Also gut. Es muss nicht so enden. Niemand nimmt mir je wieder etwas weg, Pathfinder. Ich werde sie eigenhändig töten. Übrigens, ich sehe es leider gerade. Ich habe es halt noch nicht vorher gesehen. Juno L, vielen Dank für den Follow und willkommen bei uns Rücken, Birdie. Schön, dass du da bist. Und Khaled hat ein Haustier. Ja, mit uns. Und einen Schild, der seine Energie direkt aus dem Antriebskern bezieht. Halten Sie durch. Wir versuchen, ihn zu hacken.
Oh mein Gott, er hat ein Haustier. Gehen Sie zu der markierten Konsole. Wir hätten seinen Schild Port für Port. Sie schaffen das, Pathfinder. Wir müssen zu dieser Konsole, Pathfinder. Sie haben sie gehört. Ja, dann lenkt dich das Riesenvieh doch mal bitte ab. Dieses Schiff macht mich unbesiegbar. Diese Rostlaube? Sie werden seine Schilde hacken. Aber dafür müssen wir an die Konsole. Haben wir. Schickt Verstärkung. Sofort. Ich stimme mich mit Sam ab. Bleiben Sie in Reichweite. Ich habe diesen Koloss gefunden, wie ich dieses Schiff gefunden habe. So wie ich auch Sie kriegen werde. Bleiben Sie an der Konsole. Er bekämpft uns. Halten Sie sich etwa für hart? Hier herrsche ich. Isa, kann ich das Haus überhalten? Nein! Leider nein, leider gar nicht. Leider nein. Ich habe einen neuen Erfolg. Mach auch den Käfigsauer immer mit dem Gast. Ja, dann kannst du es gerne machen. Dann kannst du es dir gerne machen, aber ansonsten halt nein. Also es hat mich so. Es war halt auch so, er hat ein Haustier. Ja, was hat er denn jetzt für ein Haustier? Verstehe ich halt nicht. Und dann renne ich so um die Ecke. Es hat mich halt mega erschrocken. Es tut mir auch leid für den lauten Schrei. Aber Kellet bekommt immer noch Energie. Was jetzt? Kleinen Moment. Wir suchen nach einer weiteren Schwachstelle. Beeilen Sie sich! Gefunden. Liam, sehen Sie sie. Die zweite Konsole. Legen wir ihn lahm, Pathfinder. Na, solange er nicht noch ein weiteres Haustierchen dabei hat. Setzt die Adi ein. Setzt alles ein. Die Adi? Er ist durch ein Schild geschützt. Nehmen Sie sich die Konsole vor. Und die Lager leer. Ah! Alles ins Geld. Ah, heute erschrocken. Ach, die kommen auch von oben. Ja, okay. Ich sperre sie in einen Käfig und mache ihre Leute zu dem, was ich war. Nichts. Er hat doch ein paar Komplexe, der junge Herr, oder? Können Sie es wagen? Wie kann... Ich stimme mich mit Sam ab. Bleiben Sie in Reichweite. Oh, ich habe gar keinen Scope hier drauf. Okay. Der ist mein Teil super stabil. Nur ein bisschen. Nee, das sind die, Das hat jeder, das ist das Universalwerkzeug, was man als, Schwert verwenden kann. Erbärmlich, Paff! Antriebskernenergie! Paff! Umgeleitet! Paff! Das war sein Schild! Kellets Schild ist unten! Schnappen Sie verdeckt. Sich, Pathfinder! Zieh verdeckt! Alle sofort zum Maschinenraum! Jeder Einzelne! Ich bin besser als Sie alle zusammen! Maul! Er ist erledigt. Kümmern wir uns um den Rest. Okay, Ryder, sind wir ein bisschen ein bisschen sauer. Das hat er nun davon. Sind bereit.
Dieser Zur Evakuierung, Pathfinder. Kommen Sie zur Luftschleuse, wenn Sie soweit sind. Dieser Nehmen Sie sich nicht zu viel Zeit. Mir gefallen die Reaktoren nicht. Wie alles andere. Überbeansprucht. Schauen wir uns doch mal kurz ein bisschen um. Sammeln vielleicht noch so Leben und sowas ein. Gegen den bin ich echt ein Machiavelli. Alter, Khaled ist ein schlechterer Anführer, als ich es wäre. Ja. So Marke Ezio? Nee, nicht Marke Ezio. Das ist halt so, ich weiß nicht, ich kann das mal versuchen zu zeigen. Es ist halt, okay. So, danke. Das ist halt diese Waffe, die taucht dann auf. Das ist halt das Universalwerkzeug, was jeder hat. Und das kannst du halt auch als Nahkampfwaffe verwenden. Ich habe halt so eine Reliktwaffe mir jetzt zusammengebastelt. Vertrauen Sie diesem Schiff nicht. Wir bringen Sie zurück auf die Tempest. Und eben das dann mit Eis zusammengepackt. Weil eben sah es cooler aus. Der hat halt das Menschen-Universalwerkzeug so gesehen. Ich habe das Relikt-Universalwerkzeug. Ich mache halt alles von den Relikten irgendwie. Jetzt habe ich auch noch ein Relikt-Tierchen. Das soll so sein. Erzählen Sie mir nicht, dass ein Standard-Shuttle so andocken kann. Ich hab's gesehen. Erzählen Sie es nicht weiter. Da sind Sie ja. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung, Orgi. Wir haben alle gerade noch rechtzeitig rausgeholt. Das Innere des Schiffs ist mittlerweile völlig verstrahlt. Moment, da will sich noch jemand verabschieden. Danke, Liam. Ich hatte nicht erwartet, was immer das war. Sie haben ihn selbst ordentlich eingeheizt. Mag sein. Aber es ist gut zu wissen, dass einen seine Freunde nicht im Stich lassen. Und deren Freunde. Wir bringen die Leute dahin, wo sie hin müssen. Die meisten wollen nach Prodromos. Verand sagt, wir kriegen vielleicht einige Angara. Das sind gute Nachrichten. Keine Umwege. Wir haben viel durchgemacht, um alle in einem Stück rauszuholen. Wird gemacht, Pathfinder. Liam, beim nächsten Mal spielen wir aber nur Karten. Ich bin zu alt für diese Scheiße. Das glaube ich erst, wenn es soweit ist. Wäre das nicht Idee, den Kahn flott zu machen, wenn er verstrahlt ist? Ich glaube nicht. Nein, wir küssen Liam bestimmt nicht. Das lief doch ganz gut. Alles in allem. Der kriegt doch erstmal jetzt richtig... Eins noch, bevor Sie loslegen. Ich... es tut mir leid. Ich habe Mist gebaut. Ja. Wir haben zwar gewonnen, aber es war knapp. Trotzdem war es das wert. Ja, okay, Sie haben Verand gezeigt, dass Pathfinder nicht nur ein Wort ist. Ich sollte aber weniger Risiken eingehen. Kurzum, Sie haben recht. Okay, jetzt Sie. Sowas kommt nie wieder vor? Schnappen Sie sich an Bergungsthemen. Vielleicht finden wir ja was Nützliches. Ja, Pathfinder. Wohl besser doch nicht. Das war mega weird. Erstmal hat man keinen Ton, dann ist die Kamera. Lass mir das. Ach, er hat es doch eingesehen. Nein! Ich kenne da keine Gnade oder Liebe oder sonst irgendwie was. Der hat mega viel Scheiße gebaut. Klar, du stehst aber ein bisschen auf Liam, deswegen kann ich das nachvollziehen. Loyalität errungen. Und dann Stille. Ja, aber wirklich, aber so was? Ryder hat sich die Loyalität von Liam verdient. Die Rang 6 Fähigkeiten von Liam sind jetzt freigeschaltet. Wie schön. Wie schön. Ja, haben wir immerhin das schon mal geschafft, ne? Das ist doch was.
Nee, der ist einfach ein netter Kerl. Ja, das stimmt, aber er ist halt auch manchmal ein bisschen verpeilt, deswegen ist es halt so. Ja. So viel noch zu tun. Und eigentlich will ich auch die priorisierte Aufgabe halt gar nicht machen. Auf Kadara nach einem angarischen Artefakt suchen. Oha. Das können wir eigentlich als nächstes machen. Wir müssen sowieso wegen irgendjemanden oder irgendwas noch nach Kadara. Von daher passt es. Aber, liebe Freunde, es ist spät. Ihr merkt es ja selber. Ich bin heute echt ziemlich müde. Deswegen würde ich sagen, wir haben 40% des Spiels. Yay! Wir machen hier Feierabend.